In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hi ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Wir haben heute ein bisschen ausgeschlafen. Wir sind ja gestern Nacht um 1 Uhr nach Hause gekommen. Ich habe mich auch nicht mehr verabschiedet. Ich sage nur mal persönlich von hier aus, danke für alles. Wirklich, ohne euch weiß ich gar nicht, ob ich weiter mit YouTube weitergemacht hätte, wenn ich sehen würde, dass mir jeden Tag nur 50 bis 100 Leute zuschauen. Oder ob ich den Spaß daran verlieren würde. Aber dank euch sind wir jetzt so eine große Community. Und wenn ich mir vorstelle, dass 14.000 Leute vor meiner Tür stehen, das ist so ein krasses Gefühl. Für andere scheint es wenig, für mich ist es sehr viel. Für mich ist es die Welt, auch wenn man es nicht glauben mag. Und ja, ich wollte mich nochmal für alles bedanken. Für alle Kommentare, für die ganze Unterstützung. Für die Gefällt-mir-Angaben und natürlich auch für die Gefällt-mir-nicht-Angaben. Weil egal, ob man Gefällt-mir drückt oder Gefällt-mir-nicht, das bringt das Video trotzdem höher. Das ist nämlich auch eine Unterstützung. Vielleicht seht ihr auch diese ganzen Kindervideos aus Amerika, die haben Millionen von gefällt mir nicht Angaben und haben trotzdem 100 Millionen Klicks. Das kommt von den gefällt mir und gefällt mir nicht Angaben. Auch wenn es nicht zu glauben ist. Ja. Danke auf jeden Fall für alles. Dank euch verdiene ich auch mein Geld im Monat. Dafür will ich mich auch bedanken. Ich kann es mir ein bisschen leisten, zu Hause zu bleiben bei meinen Kindern und muss noch nicht arbeiten gehen. Klar, möchte ich irgendwann wieder arbeiten gehen. So ist es nicht. Also spätestens, wenn die im Kindergarten ist, dann geht es für mich wieder auf die Arbeit. Es sei denn, es passiert ein Unfall und wir bekommen ein drittes Kind oder so, was ich natürlich nicht hoffe. Ich wünsche jedem für das Jahr 2019, die Kinder möchten und bekommen wollen, dass ihr auch Kinder bekommt. Das wünsche ich euch vom ganzen Herzen. Ich bekomme hier tagtäglich so viele Nachrichten, dass ihr einen Kinderwunsch habt und es einfach nicht klappt. Aber Leute, egal was ihr tut, es wird nicht helfen. Wenn Gott möchte, dass ihr ein Kind bekommt, dann bekommt ihr es. Und wenn es noch nicht so weit ist oder war, dann hat das seine Gründe. Glaubt mir, es hat alles einen Grund, was auf dieser Welt passiert. Also das ist meine Meinung. Ja, genau, das wollte ich kurz mal loswerden. Heute ist jetzt kurz zur Tankstelle, weil wir bekommen Besuch von unseren Freunden gestern. Wir sind jetzt 3 Tage hintereinander zusammen. Bitte. Ja, die Kinder können dann mal wieder spielen. Aude hat bei mir gekocht. Ich mache jetzt gleich Reis. Ich muss mich noch abschminken. Ich habe mich gestern direkt ins Bett geschmissen. Und wir sind auch direkt eingeschlafen. Aude hat super geschlafen, meinte er. Ja. Ja, ich habe jetzt das Video bearbeitet. Ich hoffe, das lädt rechtzeitig hoch. Ich wollte nämlich, dass ihr wieder was zu schauen habt. Und Lena sitzt hier. Und Lea schläft. Da sind die beiden. Also Lea schläft jetzt auf dem Bauch. Und Lena da. Und ich muss Staub saugen. Und Lena muss eigentlich aufräumen, ne Schatzi? Ja. Obwohl, gleich wird es sowieso wieder so aussehen, ne? Wenn ihr gleich spielt. Ja, und Audel bringt heute... Audel bringt heute... die Schaukel von Lina hoch. Die steht nämlich seit 3 Jahren im Keller. Damit Lia da drin schaukeln kann. Und damit sie sich auch beruhigt. Abends ist sie von 8 Uhr bis 0 Uhr wach. Oder bis 1 Uhr. Und schläft dann auch erst, wenn wir im Bett liegen. Also wenn es dunkel ist im Zimmer. Deswegen, ja. Genau. Ich würde sagen, ich nehme euch wieder mal mit. Hi ihr Lieben, ich habe gestern nicht mehr gefilmt. Weil wir hatten halt Besuch, wir haben gegessen, die Kinder haben gespielt und das Problem, Lia hat gegen Abend sehr starke Bauchschmerzen bekommen, wird auch ein bisschen geweint. Ja, wir haben ihr dann Sub-Simplex gegeben und ihr Bauch ein bisschen massiert. Ja, nachdem der Besuch dann weg war, haben wir bei Lina gebadet. Dann habe ich Lina schlafen gelegt. Dann hat Audel in der Zwischenzeit Linas alte Schaukel hochgebracht, die wir damals bei Linas Geburt gekauft haben. Und ja, sonst danach haben wir halt Lina geduscht.
Das hat ihr auch gut getan. Dann haben wir sie in die Schaukel gelegt und sie hat dann da drin ein bisschen geschlafen. Ja. Lena hat jetzt wieder einen verschleimten Hals ein bisschen. Ja. Ja. Aber abends ist es halt heftiger, ich weiß nicht warum. Und Lia hat auch einen verschleimten Hals, aber das kommt von der Milch. Ja, da klopfe ich dann immer auf den Rücken, wenn sie auf dem Bauch liegt. Also ich muss sie dann auf meine Beine legen und ja, das hat mir die Hebamme gezeigt. Und dann klopfst du den Schleim sozusagen ein bisschen raus und dann spuckt sie und dann ist auch alles gut. Ja, jetzt liegt sie halt. Ich zeige euch mal die Babyschaukel. Die ist echt der Hammer. Damals hat die 250 Euro gekostet. Aber da wir wussten, wir wollen ein zweites Kind, haben wir uns gedacht, das können wir kaufen. Und zwar kann man hier oben, was ich überflüssig finde, ein Handy rein. Kann man hier oben ein Handy reinlegen. Hier ist das ein Kabel. Das verbindet man dann mit dem Handy und dann könnt ihr entweder Musik anmachen oder einen Film anmachen. Aber ich denke nicht, dass ein Baby einen Film schauen muss. Dann kann man hier die Uhrzeit einstellen, wie lange das schaukeln soll, wie schnell das schaukeln soll, die Musiklautstärke, die Musik. Hier kann man dann einstellen, dass sich das dreht, einen Sternenhimmel macht. Wenn das Licht aus ist, dann ist dann oben an der Wand ein Sternenhimmel. Das kann man so schaukeln oder man kann das umdrehen, dann schaukelt das anders herum. Ja, Madame schläft jetzt. Ja. Auf. Und dann? Telefon. Ja, da kann man ein Telefon reintun. Aber das machen wir nicht, ne? Das braucht Lia nicht. Lia muss einfach nur Musik hören und schaukeln. Das reicht hier. Genau, sie ist jetzt hier am Schaukeln. Und ich habe die Schnullerkette wieder gefunden. Juhu! Die war in Lias Bett. Jetzt räumen wir aber hier auf, weil die Kinder gestern einiges hier angerichtet haben. Aber nicht so schlimm, finde ich. Also, es sah schon schlimmer aus, wenn Lina alleine gespielt hat. Ja. Ja, du bist jetzt. Ja, okay, aber den Bär kannst du trotzdem wieder dahin tun, wo der hingehört, ne? So. Tschüss, Bär. Hallo, ihr Lieben. So, ihr Lieben, wir waren gerade einkaufen. Das erste Mal zu dritt. Also Lina, Lia und Mama. Das hat ganz gut geklappt, nur hat Lina die falschen Schuhe angehabt und hat am Ende gesagt, dass ihre Füße wehtun. Sie wollten nämlich unbedingt ihre Elsa-Schuhe anziehen, die wir damals bei Deichmann gekauft haben und die sind ein bisschen zu eng, sehr wahrscheinlich. Ja, jetzt hat sie gesagt, dass sie die nicht mehr anziehen möchte, was auch gut ist. Ich zeige euch mal kurz unseren Einkauf. Ich habe nicht viel gekauft. Was denn, Schatz? Ich hole mal kurz alles raus, was wir gekauft haben. Es hat auch noch angefangen zu regnen, wie bekloppt. Aber wir sind ziemlich nicht so nass geworden. Na, Mosi? Und Lia hat die frische Luft auch sehr gut getan. Weil sonst sind wir immer mit dem Auto unterwegs und da hat sie nicht so viel frische Luft. Warte, Schatz. Aber nein, nicht alles aufmachen. Warte kurz, ja? Wir zeigen erstmal die Sachen, dann kannst du noch eins aufmachen, okay? Hast du die Schokolade gegessen? Nein, ne? Ja. Doch? Nee, die ist doch auf dem Tisch. Bringst du mir die Schokolade bitte? Ja, und das? Ja, genau. Danke. Okay. Danke. Danke. Und Eier. Danke. Danke. Bitte. Bitte. Oh, eine Jacke. Ah, oh, Schokolade. Eine Jacke. Ja, esse bitte. Ja, kannst du essen. Kauen. So, ich zeige euch mal kurz nach, was ich gekauft habe. Ich habe das Wichtigste gekauft. Gib, ich mach dir das auf. Hopp, nein, 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 hopp, nein, 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 nein. Schön, ja, nein, 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 dann gib mir das Gelbe wieder zurück. Dankeschön, Mausi. Das ist nur Zucker, aber ach, solange sie nicht zu viel isst,
So, wir haben gekauft einmal Eier. Ich wollte nämlich entweder einen Kuchen machen. Ich habe nämlich auch eine Form gekauft. Mhm. Unsere ist ja damals verbrannt wegen unserem doofen Ofen. Oder ich wollte Muffins machen. Ich habe auch schon Muffinförmchen gekauft. Dann habe ich Schokolade geholt für Audrey und mich. Einmal weiße Schokolade und einmal Vollmilchschokolade von Alpia. Dann zwei Ü-Eier. Zweimal Schlagsahne. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Ich denke mal, es wird Hähnchen mit Reis. Dann Batterien für Lias Teddybären, der Geräusche macht. Dann waren die runtergesetzt von 3 Euro auf 2 Euro. Das sind Muffinform, ein Förmchen. Dann Christmas. Ist ja richtig schön. Einmal Tomaten. Ja. Eier. Ja, Eier sein. Waffeln. Ist im Schlafzimmer, Schatz. Dann für Lina Bananen und für uns natürlich auch. Dann hat Lina sich ein Shampoo ausgesucht. Dann habe ich das mitgenommen. Oh nein, du hast einen verschleimten Hals, habe ich, Schatz. Ja, ich weiß. Das ist die doofe Mädchen. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich weiß. Hast du Hunger wieder? Nein. Hast du Hunger? Hat Lia Hunger? Oh nein, oder? Dann einmal Champignons, Bohnen und eine Packung fürs Brot. Das war's auch. So, Lia wird jetzt erstmal gestillt. Madame hat Hunger. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, ich bin jetzt hier am Kochen. Also ich mache einen Auflauf mit Brokkoli und Kartoffeln. Lina wollte Brokkoli essen. Und mittlerweile hole ich nur noch die hier. Das sind gefrorenen, weil die sind halt immer frisch und die kann man dann direkt kochen. Genau. So ihr Lieben, ich habe gerade gekocht und wir haben Muffins gemacht mit Lina. Die schmecken super, super lecker. Ich zeige euch die mal. So sehen die jetzt aus. Und seitdem ich jetzt meinen ach so schönen, tollen Ofen habe, können wir uns auch mal was Schönes backen für die Abende. Ja. Audrey kommt auch endlich gleich nach Hause. Und mal schauen. Ich denke mal, wir haben dann was noch zu bereden oder so mit denen. Mal schauen, mal schauen. Ich sehe übrigens voll durchgenommen aus, weil ich habe natürlich jetzt Lina schlafen gelegt und habe mich dann dazu gelegt, damit sie auch einschläft. Das ist noch ein bisschen eine Herausforderung, aber es ist okay. Also ich kann sie total verstehen, das ist voll die Umstellung für sie. Eigentlich habe ich sie immer umarmt und also dann eingeschlafen. Also sie ist eingeschlafen und jetzt ist natürlich Lia da. Und wenn Lia schon jedes Mal rausfällt, muss ich mich dann umdrehen. Und das ist nicht so schön für sie bestimmt. Sie sagt dann zwar nichts, sie schaut auch selber nach Lias Schnuller. Aber ich glaube, ich wäre da ein bisschen anders als wie sie. Ich war, glaube ich, auch ein bisschen anders wie sie. Also da haben wir wirklich toll Glück gehabt. Sie ist gar nicht eifersüchtig. Ihr habt bestimmt auch im letzten Vlog gesehen, dass sie sagt, ja, kalt. Und sie deckt die dann zu. Und ne, das macht auch nicht jedes Kind. Ja, also sie hat einen sehr, sehr starken Beschützerinstinkt. Und darum sind wir umso mehr stolz als Eltern. Die Außen glauben uns das nicht, aber es ist einfach so. Oder sie wollen es nicht glauben, keine Ahnung. Ja, Lia liegt jetzt hier in dem Babybett. Nach Fragen auch total viele. Lias Babybett und alle Spielzeuge und Spielsachen oder sonst was. Unser MacBook, alles, wirklich alles, was wir empfehlen, haben wir unten in der Infobox verlinkt. Moment. Genau, alles, was wir privat benutzen und auch empfehlen würden, haben wir alles in der Infobox verlinkt. Auch Lias Schaukel. Also ihr könnt euch mal durchschauen da, was wir alles empfehlen werden. Wir haben sogar unsere Shisha und unser Cola-Anzünder verlinkt. Also wirklich alles, weil
jedes Mal wird gefragt, dann könnt ihr unten in der Infobox schauen und da habe ich dann den Amazon-Link reingestellt, wenn es das Teil dann auch auf Amazon gibt. Ja, ihr Lieben, und sonst passiert nichts mehr heute. Ich bin wirklich fertig. Alleine ist es dann doch ein bisschen schwieriger, als wenn der Mann zu Hause ist. Ja, jetzt muss ich erstmal fett durchschuften abends, wenn die Damen dann schlafen wollen, ne? Ja. Ich chill jetzt noch den Abend und dann geht's morgen weiter mit dem Vlog. Ich verfilme dann morgen ein bisschen weiter. So, ihr Lieben, wir sind wieder zu Hause. Wir waren kurz einkaufen. Warte, mein Schatz, warte. Dann waren wir kurz bei Rossmann. Ich habe die Paletten für meine Schwägerin abgeholt. Aber mir scheint das irgendwie zu wenig. Okay. Schau mal kurz. Nee, das sind aber geile Farben. Ich selbst habe ja keine Paletten. Also Eyeshadow-Paletten, weil ich eigentlich fast nie meine Augen schminke, außer es ist was Besonderes. Ich habe einmal das hier geholt von Double The Lip. Von der Rossmann Eigenmarke. Wir hatten ja 20 oder 25% auf Schminke. Dann einmal das. Das hatte die beste Bewertung, deswegen habe ich die geholt. Ich finde nämlich, teuer ist nicht gleich sehr, sehr gut. Das behaupten ja die meisten. Jan, das ist für Käse, Halla. Das müssen wir Halla schicken, okay? Dann haben wir hier noch zwei Paletten. Die sind aber richtig geil. Das eine ist von Revolution. Ist aber verschlossen. Das sind die Farben. Na, nicht aufmachen. Noch eins von Revolution. Sieht so aus. Und noch eins mit matten Tönen. Das sieht so aus. Ja, das bekommen meine zwei Schwägerinnen. Weil, hab ich euch das gesagt? Sie arbeitet jetzt beim Friseur und da muss sie halt gut schminken können, auch mit guter Schminke arbeiten und nicht mit schlechter Schminke. Deswegen haben wir das jetzt gekauft und schicken wir das dann auch direkt mit dem Karton hier. So, ich packe das mal wieder ein. Und Lina hat das schicken wir. Hallo, hörst du mir überhaupt zu, Schatz? Hat mir noch was gekauft für dich? Ich weiß gar nicht. Hier müssen wir das zukleben. Guck mal, das haben wir hier aufgemacht. Ja. Und ich zeige euch die Klamotten, die wir bei C&A gekauft haben. Moment. So, wir zeigen euch mal kurz, was wir gekauft haben. Tata. Minimals. So, da Minimals. Bei C&A gab es 50% auf alle reduzierten Sachen. Da haben wir einmal das Oberteil gekauft und das ist 62. Warte doch mal, Schatz. Für 2,50. Für Lina haben wir Unterhosen gekauft, zwei Packungen. Das ist jetzt kostet 110, 116 für 2,50 pro Packung. Da sind 6 Stück drin. Das wird dir auch reichen erstmal. Warte langsam, Schatz, langsam. Dann für 3,50 in der Größe 74 einmal das. Das wird dann im Winter passen. Das ist so. Aber so zeigt man das nicht. Warte kurz. Dann einmal ein Set für 4,95 €. Genau. Warte, Schatz. Geh mal da kurz weg. Danach kannst du das zeigen. Oh, da sind die Etikette. Ja, ja, Ami. So, dann einmal dieses Set. Das ist mit diesem Hasen. Der heißt wohl so, ich kann es jetzt nicht aussprechen. Das ist so ein Kapuzenpulli in der Größe 68. Und das ist die Hose dazu. Was heißt das? Dann einmal so ein Hasen-Set für 3,50. Einmal das ist Größe 62, genau. Jetzt setze ich mal kurz hin. Vielleicht zeigst du den Rest, ja? Und die Hose dazu mit schön. Dann für 2,50 dieses Oberteil in 74. Das kannst du dann auch im Winter anziehen. Dann dieses Pyjama-Set von Minnie Maus für 3,50.
Das ist das Oberteil. Und das ist die Hose dazu. Ist weihnachtlich, aber ist nicht schlimm. Dann einmal für 3,50 dieses Kleid in Größe 62. Ist auch ein dickerer Stoff. Ist perfekt für den Frühling, finde ich. Dann noch ein Minimaus-Set. Einmal die Hose. Ist Größe 62 und einmal das Oberteil. Ich glaube, das ist eher so ein Kleidchen. Für 4,95 €. Dann einmal eine Minimaus-Hose für 2,50 €. Auch für nächstes Jahr Winter. Vorsicht, ihre Beine! Dann für 2,50 € dieses Oberteil in 68. Dann dasselbe Oberteil, aber in einer anderen Farbe. Auch für 2,50 €. Dann dieses Kleid für 3,50 € in 68. Und das letzte ist für Lina. Für 3 Euro diese Leggings. Das hat auch einen sehr, sehr schönen Stoff. Ist auch drin so ganz leicht gefüttert. Ja, das packen wir jetzt erstmal in den Schrank. Oh, so viel. Insgesamt habe ich 45 € bezahlt und die Aktion gilt bis zum 6., glaube ich. Ne? Nee, am 4. und am 5. Also bis Samstag. Ja, oder? Da, da. Schön aus. Schön aus. Nehmen wir dein Adjektiv, ist dein Adjektiv, ne? Ja. Schatz, hast du Hunger? Hä? Tschüss. Sollen wir das mit den Champignons machen? Dann hole ich Hähnchen raus.